Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play und Stream von Octopath Traveler. Aha, wir gehen sofort weiter. Es ist warm. Ich habe 20.000 Grad gefühlt in meinem Zimmer. Aber wir machen weiter, ganz knallhart machen wir weiter. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Waren wir schon in der nächsten Stadt? Ich weiß, wir haben Allwick fertig gemacht. Kammbruch. Stimmt! Wir wollten mit Tessa jetzt anfangen, ne? Ich hatte eh eine Mung gemacht und habe gesagt, okay, wir machen mit Tessa weiter. Die gute Tessa ist ja jetzt dran. Seid grüßt, wie kann ich euch helfen? Geschichte lauschen. Wir könnten ihn, aber wir machen das hier. Tessa, du süße Maus. Die ist so süß. Was bisher geschah? Beflügelt von einem seltsamen Notizbuch, das sie erworben hatte, machte sich Tessa zu einer Reise auf. Nun folgte sie der Spur des anonymen Autors in der Hoffnung, die Welt zu sehen und alle Schätze, die sie birgt. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Jede Reise ist wie ein endloses Meer voller Gelegenheiten, doch nichts ist so wertvoll wie die Begegnungen mit anderen. Neue Beziehungen aufzubauen, und sei es auch nur für kurze Zeit, ist ein unvergessliches Erlebnis. Denn es bietet einem die Chance, andere und sich selbst kennenzulernen. Ich werde heute hier übernachten in Kammbruch. Es ist eine verschlafene kleine Bergbaustadt, im Moment wenigstens noch. Glaubt man den Gerüchten, gibt es in den Hügeln Gold, und das hat das Interesse vieler Goldschürfer geweckt. Ich frage mich, welche Begegnungen mich hier erwarten mögen. Das muss Kammbruch sein. Ja, ne? Da bin ich ja mal gespannt, wie ihr Boss aussieht oder was für ein Boss sie überhaupt haben wird. Weil zuerst haben wir gegen Banditen gekämpft. Also, trostlos würde ich es allerdings nicht bezeichnen. Heurika! Gold! Ich bin auf Gold gestoßen. Also, das ist wirklich ein Brief nach Hause wert. Applaus! Applaus! Wo ein Nugget sind, sind auch noch mehr. Und ich werde sie alle finden. Nicht, wenn ich sie zuerst finde. Ich schätze, in den Hügeln gibt es wirklich Gold. Irgendwas sagt mir, dass es sich lohnen könnte, hier Handel zu betreiben. Arbeit einstellen, da kommt Herr Morlock. Wer? Schön, euch alle so aufrecht schuften zu sehen. Wer ist dieser Herr Morlock? Seht her, echtes Gold. Was schätzt ihr, wie viel es wert ist? Lass mich dieses schöne Nugget mal ansehen. Ich würde es dir gerne für einen angemessenen Preis abkaufen. Ich sage es noch einmal, also hört gut zu. Diese Mine und das ganz umliegende Land sind alles alleiniges Eigentum des verehrten Herrn Morlock. Deshalb gehört alles Gold, das hier gefunden wird, dem Gesetz entsprechend ebenfalls ihm. Doch zu eurem Glück ist Herr Morlock sehr großzügig und wird jedem seinen Goldfund abkaufen. Grabt also weiter, dann werdet ihr auch vielleicht schon bald unermesslich reich sein. Gott, der verarscht die. Wie dumm. Sieht ganz so aus, als ob dieser Morlock diese Mine fest im Griff hat. Dann werde ich wohl hier nicht mit Gold handeln. Aber trotzdem. Lässt mich mein Händlersinn auf einträgliche Geschäftsmöglichkeiten in dieser Stadt hoffen. Es riecht nach Handel.
Und wie kam... Und wie kann ich mir den Geruch vorstellen? Wie soll ich es sagen? Der Geruch von Ware mit reißendem Absatz und von ehrlich verdientem Geld. Ihr spricht von Gewinn. Nun ja, in gewisser Weise. Aber Handel ist mehr als das. Es geht um Abenteuer, um Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Also eine edlere Berufung als nur das Streben nach schnödem Mammon? Mammon? Genau. Wenn dem wirklich so ist, helfe ich euch bei dem Geschäft, von dem ihr gesprochen habt. Zwei Nasen riechen mehr als eine. Ja, tue ich auch. Aber es geht. Ich versuche es positiv zu sehen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich versuche es ehrlich gesagt positiv zu sehen. Wer schwitzt, verbrennt Kalorien. Ich grabe und grabe und grabe und kann kein bisschen Gold finden. Verdammtes Pech. Ich habe so auf eine Chance gehofft, alles zum Besseren wenden zu können. Ich war so ein Narr. Ich habe mir sogar Geld geliehen, um hierher kommen zu können. Um hierher zu kommen. Wie kann ich jemals wieder meiner Frau unter die Augen treten? Ach, die hat dich schon längst verlassen. Was ist das? Entschuldigt, mein Herr, ich werde euch diese Steine abkaufen. Ja, wirklich? Aber es geht noch. Muss ich ehrlich gestehen. Scheinbar Steine abkaufen. Was hätten die jetzt gemacht, wenn ich kein Geld gehabt hätte? Ihr könnt meine Waren brauchen. Seid gesegnet. Ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Ich kann dir nicht genug, nicht guten Gewissens verkaufen, Fräulein. Das sind nur gewöhnliche Steine. Aber ich bestehe darauf. Die verarscht ihn jetzt auch noch. Ich bin Händlerin und ich ahne, dass sie mehr hergeben, als sie auf den ersten Blick scheint. Dann sollen sie dir gehören. Herzlichen Dank. Genau, wie geht's dir denn? Wie war die Arbeit? Erzähl doch mal. Rede mit mir. Aha, ich wusste es. Unter dieser Dreckkruste wartete dieser prachtvolle Edelstein nur darauf, entdeckt zu werden. Du hast ein gutes Auge, junge Dame. Entschuldigung? Hey, das sind dieselben Steine, die ich gekauft habe. Ganz recht, ich bin ein fahrender Händler. Mein Name ist Ali. Tressa, ich bin ebenfalls fahrende Händlerin. Noch nie zuvor habe ich Steine gesehen, die derart leuchten. Auf den ersten Blick sehen sie wie gewöhnliche Steine aus, aber das kann mich nicht täuschen. Und du hast keine Ahnung, was du da gekauft hast, oder? Sollte ich? Das sind Himmelssteine. Sie sind selten, aber man findet sie, wenn man weiß, wo man suchen muss. Zunächst scheinen es völlig unauffällige Steine zu sein. Aber mit etwas Muskelschmalz bekommt man einen herrlichen Edelstein. Das wusste ich nicht. Und trotzdem hast du diese Steine alle gekauft. Was bist du doch für ein Grünschnabel? Grünschnabel? Tja, immer nur weiter so. Wir sehen uns, Grünschnabel. Ich glaube, der steht auf mich. Grünschnabel. Er ist ein fieser Geier. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss die Steine verkaufen. Ich dachte, du weißt nicht mal, wie viel die wert sind, Mädchen. Kommt her, alle her. Seid die Ersten, die einen der seltensten Schätze des Reichs ergattern können. Gold? Nö, viel besser als Gold. Und jetzt wirft einen Blick drauf. Die glänzenden Himmelssteine. Oha. Seht nur, wie er funkelt. Lasst mich mal sehen. Und eine echte Schönheit, nicht wahr?
So etwas habe ich noch nie gesehen. Absolut atemberaubend. Ja, aber wusstet ihr, dass der Glanz des Himmelsteins nur noch von seiner Seltenheit übertroffen wird? Wenn ihr also einen kaufen wollt, könnte dies eure einzige Chance sein. Ich nehme einen. Oh, ich auch. Ist mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Puh, die Steine gingen weg wie geschnittenes Brot. Darf sie das überhaupt? Das ist wirklich ein guter Ort für Geschäfte. Zeit, den Vorrat aufzustocken. Jetzt mal ohne Witz, darf sie das eigentlich? Ich meine, braucht die nicht dafür irgendwie eine Lizenz oder so? Dass man kann sich doch nicht einfach so auf den Marktplatz stellen und sagen, hey, hier, gib mal. Ich kauf. Also echt jetzt. Das gefällt euch, nehmt euch, was ihr begehrt. Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Okay, den einen habe ich schon mal genommen. Duschen wieder? Nee, gar nicht. Komm, nimm mal alles mit. Ah, verdammt, ich versuche schon durch diesen Fels. Okay. Katzengold erst. Seid ihr die Person, die alle Steine aufkauft? Warum wollt ihr sie haben? Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Das sollte genügen. Jetzt zurück zum Platz. Okay, dann gehen wir halt zurück zum Platz. Moment, vorher wollte ich noch ein bisschen was verkaufen. Seltener Stein. Die Eichenstäbe. Okay. Zurück zum Platz. Immer diese Hin- und Herlauferei so. Wo ist denn mein Platz hier? Tretet näher. Seid die Ersten in der Reihe. Achso. Alter! You can be the proud owner of these lovely gems for just a fraction of her prices. What? What a dirty trick. Setting up shop right next to me? I won't go down without a fight. They certainly are beautiful. But what makes your stones different from hers? You won't find purer sky stones anywhere. Just look. You can see all the way through. Not a single blemish or impurity to be found. Dazzling, is it not, m'lady? Almost as dazzling as your eyes. Wow. Ah, was für ein Schleimer? Resorting to cheap flattery. Does he have no shame?
Do you have a daughter, my good sir? That doll's a Boulder Call make, no? A precious gift for a precious little girl, no doubt. Indeed it is. Ah, clearly you're the type of father who wants only the best for his darling child. Do you truly believe that doll will suffice? The Sky Stone is as pure, innocent, and beautiful as a daughter's love. And every time she sees its radiant glow, she'll remember her dear father who gave it to her. Oh, ich hoffe, wir können den boxen. Its light will connect her to you, no matter how far you may travel. Dear father, where do you roam? Dear father, when will you come home? Surely you can see why this would be the best purchase you'll ever make. I can just see her smiling face now. What a pleasant young man. Yeah, I'll take one. You're most welcome, my good sir. What? Step right up. There's not a moment to spare if you want a rare sky stone to call your own. You won't find them anywhere else. I promise. You won't be disappointed. Ich hab doch meinen Laden direkt daneben. I'll take one, please. One for me too. Thank you. Thank you. Hallo, Jenny, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie bekommt ihr die Hitze? Wie war Berlin? Would you look at that? Business is booming. Well, maybe not for all of us. You win this round. There's no way I'd lose to a green pea like you. Wir können ihn doch einfach boxen. I'll admit, I've never seen anyone make a sale like that before. Practice makes perfect. Auf alle Fragen nur eine Antwort. Gut. Ach, heiß, okay. Übung macht die Meister. If you want to survive in this world, you need to learn how to tug heartstrings. But being a merchant is about more than just making a sale. A good merchant should understand what their customer needs and sell them what's best. What I sell may not be what they need, but it is what they want. What's wrong with a little embellishment? Hast du denn was Schönes gefunden, zum was du dir gekauft hast? Merchant's words are like a warrior's blade. Don't forget it, Green Pea. Tressa wird jetzt richtig böse. Oh mein Gott, sie wird jetzt richtig böse. In der Stadt umsehen. Jetzt bist du pleite. Ja, Berlin ist aber auch teuer. Aber nach diesem erbärmlichen Vorstellung muss ich mein Geld zusammenhalten. Die allerbesten Fleischklößchen, mein Herr. Ach, wenn das nicht mal der Grünschnabel ist. Du siehst ausgehungert aus. Hier, ich nehme an, dein Budget ist in der Zeit etwas knapp. Behalte es. Von einem Rivalen nehme ich keine Almosen an. Oh, all right. Mir ist warm. Und, warum bist du überhaupt Händlerin geworden? You see. Meine Eltern sind Händler. Das hat sich. Da hat sich das so wohl ergeben.
Nee, mir geht's ganz gut. Also, was habe ich am Wochenende gemacht? Ich habe gestreamt und für die Uni gebüffelt. Beziehungsweise ich habe versucht, ein bisschen Prüfungsvorbereitung zu machen. Da war ich halt noch arbeiten und es war einfach nur warm. Und auf der Arbeit war halt nichts los. Und jetzt reise ich durch die Welt und lerne dabei, wie das Geschäft funktioniert. Was du nicht sagst, mein alter Herr ist auch Händler. Im Süden kennt wirklich jeder mal rauf den Händler. Er hat eine goldene Zunge und konnte in der Wüste noch Sand verkaufen. Aber er hat niemals gelogen. Mit nur wenigen Worten gewann er die Kunden für seine Waren und vermittelt ihnen zugleich das Gefühl der Freude über einen guten Kauf. Es war wie Magie. Seine Worte hatten die unglaubliche Macht, den Leuten die Augen für die Schönheit der Waren zu öffnen, und sie kauften, die sie kauften. Daher beschloss ich, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Du hast also das Familienunternehmen übernommen? Nein, ich bin von zu Hause weggelaufen. Was? Ich erspare dir die Details. Es hatte sich einfach so ergeben. Es hat sich einfach so ergeben, dass er weggelaufen ist. Das ist super. Bei mir war das nicht viel anders, weißt du? Ach, was du nicht sagst. Tja, ich habe noch einen arbeitsreichen Tag vor mir. Dann wünsche ich dir morgen mehr Erfolg, hm? Ich dir auch, und möge der beste Händler gewinnen. Oh, es geht langsam. Ich glaube, es wird langsam kühler. Aber ich kann halt meinen, dass die Tür nicht aufmachen. Gut. Bei dir scheint alles sehr ordentlich zu laufen. Auch wenn dein Geschäft illegal ist. Und wer seid ihr? Hüte deine Zunge, Junge. Herr Morlock ist der Besitzer von diesem Unternehmen und von allen anderen in dieser Stadt. Das bin ich ganz gewiss. Das ist ja alles gut und schön, aber was meint ihr mit illegal? Ihr besitzt vielleicht das ganze Gold, aber dies waren nur schmutzige alte Steine, bis ich sie glänzend polierte. Diese blasierte Art wird dir eines Tages noch Schwierigkeiten einbringen, Junge. Als Landbesitzer hat mir Herr Morlock hier das Recht, jede unternehmerische Tätigkeit zu überwachen. Und von jetzt an betrifft das auch den Handel mit diesen kleinen Steinen. Ist das so? Das erscheint äußerst willkürlich, wenn ihr mich fragt. Aber das wird wohl nicht die erste faule Sache sein, die hier geschieht. Oder ist euch etwa nicht aufgefallen, Herr Morlock, dass der Goldpreis tatsächlich 10-mal höher ist als das, was ihr euren Bergarbeitern zahlt? Ali, das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Die betrügen ehrlich hart arbeitende Leute, nur um sich die Taschen voll zu machen. Bei meiner Ehre als Händler, das werde ich nicht dulden. Ali kriegt jetzt gleich richtig einen auf die Mütze, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Omar, zeigt dieser kleinen Wüstenameise, was mit Ungeziefer passiert, dass meinen guten Ruf in den Dreck ziehen will. Bist du bereit, erschlagen zu werden, Junge? Auf den Versuch bin ich gespannt. Vielleicht kriege ich jetzt einen richtig drauf. Ich bin stärker, als ich aussehe, und ich beherrsche alle Kampfkünste. Im Süden bin ich als Ali der Ein-Mann-Armee bekannt. Allein die Erwähnung meines Namens lässt jenen erzittern, der den kleinen Mann betrügt. Ich habe mehr Menschen getötet, als ich zählen kann, und das nur mit einer Hand. Dann wirst du ein guter Gegner sein. Sag ich doch, Ali, krieg ich erstmal ein paar drauf. Die Ein-Mann-Armee? Ha, die Waffe eines Händlers sind seine Worte. Auf einem echten Schlachtfeld haben wir keine Chance. Mein Kampf war in dem Moment verloren,
als es handgreiflich wurde. Blub. Ich gehe davon aus, dass du deine Lektion gelernt hast, Ameise. Sieht so aus, als würden deine Waren sich nicht so gut verkaufen. Keine Sorge, ich kaufe sie dir ab. Diese Steine gehören mir, hast du verstanden? Wenn du jedoch so entschlossen bist, sie zu behalten, dann lasse ich dich meine kleine Arbeiterameise sein. Ich bin in meinem Anwesen, komm zu mir, wenn du richtiger Arbeit nachgehen möchtest. Was für eine fiese Map? Was für eine fiese Map, ey. Ich kann diesen Mann nicht fassen. Sich zu erdreisten, die Leute auszunutzen, um seine eigenen Taschen zu füllen, das ist einfach nur gemein. Ali, ich bin vielleicht nicht mit allem einverstanden, was er tut. Aber ich stehe voll hinter dem, was er zu Morlock gesagt hat. Auch wenn er etwas diplomatischer hätte sein können. Ich muss ihn retten. Morlock sagt, er sei in seinem Anwesen. Es wird Zeit, dass ich ihn einen Besuch abstatte. Es wird Zeit, dass wir abspeichern. Verloren. 3 Himmelsteine. Das kann ich mal dir kaufen. Reisegeplänkel. Wie tief kann man sinken? Das werde ich nicht dulden. Beruhigt euch, Tress. Er wird dafür bezahlen, hört ihr? Versucht nicht, mich aufzuhalten. Das werde ich nicht, aber erlaubt mir zumindest, euch zu helfen. 2 sind besser als einer, richtig? Um ehrlich zu sein, war auch ich wütend. Aber nur weil ihr so schnell außer euch wart, konnte ich mich beherrschen. Oh, nun versteht ihr... Dann versteht ihr immerhin, wie ich mich fühle. Vielen Dank, Herr Ulbrich. Ihr braucht mir nicht zu danken, auf dieser Reise sind wir Kameraden. Ja, das sind wir, nicht wahr? Oh. So, das wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte Ausrüstung. Und was machen jetzt die komischen Schuhe? Wo sind jetzt die verdammten Schuhe? Ist egal. Irgendwo im Norden. Nie ohne Seife waschen. Ich bin da schon 31 Stunden. Ich glaube hier irgendwo, oder? Nicht hier? Straße zum Haus, Morlock. Gefahrenstufe 17. Jetzt aber aufpassen. Komm ich schon dahin? Da ist eine Kiste! Na gut, ich muss da so vielleicht vorbei. Oh mein Gott! Was sind das denn für Leute? Die sind ja niedlich. Komm schon. Was sind das denn so für putzige Dinger? Verdammt, ich wollte doch so einen einfangen. Verdammt, schade. Wie schade. Aber ja, die hast du wenigstens in Berlin eine schöne Zeit gehabt. Habe ich die vielleicht ausgerüstet? Das ist ja auch mal eine wichtige Frage. Hattet ihr denn eine schöne Zeit?
Ui. Jetzt geht's aber los hier. Das war nicht das, was ich wollte. Wäre es lieber gewesen, wenn sie so ein... Naja, gut. Er ist dagegen schwach, okay. Pfeilhagel! Aber die machen halt nicht sehr viel Schaden. Der ist schon mal weg. Dann boxen wir noch den. Der ist schon mal im Bruch. Das geht hoch. Was sagst du denn zu Speerspitze? Das findest du egal. Aha, das ist nicht so. Bestien wissen, Bestie fangen. Was kannst du Vergeltung? Habe ich überhaupt Platz für dich? Oh, bitte. Das ist doch voll lame. Komm schon. Ich mach dich jetzt damit schon allein kalt. Und da ist der Bruch. Alfin ist bald Level up. Ich dachte, der Weg wäre jetzt weiter. Anregende Pflaume. Ah, da sind sie nochmal. Die Süßen. Ja, komm, machst du den. So, das eine Ei ist schon mal weg. Vielleicht sind sie ja schwach dagegen noch. Tatsächlich. Also ich finde, es macht schon immer so ein bisschen Spaß herauszufinden, gegen was die so schwach sind. Da ging schon mal nicht. Da ging auch nicht. Das lässt ihn jetzt auch ein bisschen kalt. Wahrscheinlich gegen irgendwelche Elementeangriffe, das kann ich mir vorstellen. Mächtiger Hieb, aber okay, die machen halt nicht viel. Ach man, Donnervogel. Okay, Donner interessiert sie jetzt auch nicht herzlich wenig. Dann haut einfach drauf, komm. Ist doch egal. Das bisschen Schaden, was die machen, das ist ja lächerlich. Das ist ja super lächerlich hier. Alfin ist aufgestiegen. Ah, da fällt mir gerade was ein. Bei Fertigkeiten müsste ich mal gucken. Sie braucht 5000. Er braucht auch noch. Nee, 3000 braucht er noch. Jetzt braucht er 5000. Du kannst auf jeden Fall. Jetzt brauchst du 3000 und du 5000. Wächst auf Bäumen. Was ist das denn? Hat ein Gruppenmitglied. Erhaltet ihr zusätzlich, das ist immer gut. So, das kann erstmal dahin, weil wir ja eh noch keine zweiten Klasse für sie haben. Natürlich habe ich Dings nicht bei, ne? Bäm! Erstmal drauf. Ja, der macht schon ein bisschen mehr Dings. Komm, hauen sie drauf. Der Bruch.
Nochmal, nochmal. Schade. Den haust du nochmal drauf. Oh, 600. Hast ja gar nichts mehr zu lacken. So, der ist weg. Dann haben wir den hier noch. Ja, 33, das ist so... Meh. Von mir aus. Nochmal, nochmal. Geht doch. Dankeschön. Das ist ja so jetzt ganz ziemlich lächerlich hier. Ha! Ja, nicht ganz. Aber okay, wir sind schon nah dran. Tressa kriegt jetzt auf jeden Fall sehr viele Erfahrungspunkte. Bitte lass mich die Dings aufkriegen. Ja, 5000! Ich bin reich! Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn man da jetzt reingeht, das sind, anregende Pflaume. Dass denn das Ding da vorbei ist. Dass wir dann schon zum Endboss kommen. Aber das wäre ein bisschen zu früh, glaube ich. Das wäre hart übertrieben zu früh. Ich denke, noch im Haus wird's. Genau, das war ja klar. Hier ist eine Kiste. Ich denke, bevor der Endboss kommt, können wir nochmal speichern. Oh, bitte. So, Speer sind sie auf jeden Fall schon mal schwach. Wieso habe ich das Gefühl, dass vielleicht der Horizontalhieb auch noch für sie als Schwäche wäre? Das war klar. Also wie gesagt, die sind schon gar keine Gegner mehr einfach. Weil wir schon so overlevelt sind. Na, machen wir den. Ah, mit unseren Charakteren. Aber ich versuche die halt wirklich so auszutauschen. Tressa habe ich nach ihrem ersten Kapitel nur noch so weit hochgelevelt, wie sie brauchte halt. Wie das. Energiegranatapfel. Wow! Braves Hündchen. Braves Pfiffi. Wie geht's dir, Pfiffi? Seid brav. Okay, das interessiert die herzlich wenig, die Hunde. Vielleicht Dings. Okay. Der Kriegshund. Ist egal, ich kriege euch doch auch so. Hat fast 1000 Schaden gemacht. Ach komm, als ob. Da machst du den Hund fertig. Ah, das ist schon fast so eine richtige Zerstörung von den Tieren. Tressa ist aufgestiegen, sehr schön. Sie ist auch die Schwächste von allen. Ein bewusstloser Stein? Victory shall be
Jetzt habe ich aber Angst. Selbstzerstörung. Okay, das interessiert dich halt wenig. Okay, wir haben zwar jetzt nicht herausgefunden, gegen was das Ding schwach ist, aber wir haben ihn auch so weggebratzt. Geht auch. Das ist auch in Ordnung. Windseelenstein. Ach, das ist doch lächerlich. Komm, Bestie rufen. Ach Mensch, komm schon. Ich hätte mir ja gedacht, komm. Heilung. Du wirst geheilt, du wirst geheilt, du wirst geheilt. Inventar. Pflaume wäre nicht schlecht. Denn speichern, weil ich mir jetzt vorstellen kann, jetzt, dass jetzt der Boss kommt. Wir haben uns so ein bisschen durch das Haus geprügelt. Jetzt kommt im Prinzip der Boss. Oder auch doch nicht. Oder es geht einfach weiter. So, zweimal. Du willst nicht dagegen boxen? Voll gut. Ach, verdammt. Das ist schon mal ein Hund down. Ich hätte gedacht, wir schaffen es vielleicht ohne, dass sie uns angreifen. Aber anscheinend doch nicht. Wir hätten noch mal so ein bisschen Boost gebraucht. Und Tressa kann halt nicht gut angreifen. Was ja sehr schade ist. Erfrischende Marmelade. Was ist denn mit der Marmelade, ey? Das läuft nur falsch bei denen. So. Dann macht der noch einmal Horizontalhieb. Und alle weg. Jo, so kann man es natürlich auch machen. Klappt schon. Hier ist nichts. Das ist eine große Kiste. Nein! Ach, das ist doch so mystisch, ey. Wie fies ist das denn? Nee, nicht Pfeilregen.
Horizontalhieb. Das geht so auch. Müssen wir denn gleich noch unsere Dings wieder auf... Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Komm schon. Er war doch so kurz davor. Die Häuser sind schon echt gut gemacht. Ey, der hat aber auch so ein riesiges Haus. Der Typ. Haben wir es denn mal bald? So, du? Ach, die macht doch kaum Schaden, ey. So, der hat noch eins drauf gekriegt. Der ist weg. Nochmal! Dankeschön. Oh nein, jetzt können die Falken angreifen. Das war doch so klar. Also, unsere... Hier, unsere Jägerin, Olbrich und Alfin sind bis jetzt gerade so ein bisschen die Stärksten, ne? Die können auf jeden Fall richtig gut wehtun. Oh, Liebe des Lebens. So, jetzt aber, komm. Speichern und jetzt will ich aber den Bosskampf hier haben. Komm schon, gib mir den Bosskampf. Gib mir den Bosskampf. Ah, da ist er ja. Oma, wie sieht es mit meinen Kassen aus? Sie sind überfüllt, wie immer, mein Herr. Und mit diesen Steinen erwarte ich sogar noch höhere Gewinne. Als ob ich nicht schon reich genug wäre, erweisen sich diese schmutzigen Steine plötzlich als wertvoller als Gold. Diese Steine gehören uns. Oho. Vielleicht hat Oma deinen Kopf ein wenig zu hart durchgeschüttelt. Ich möchte dich daran erinnern, dass dieses Land vollständig mir gehört. Selbst wenn kleine Ameisen wie du etwas ausgraben, dann gehört es mir. Du solltest mich nicht zu deinem Feind machen. Ich kann Ungeziefer wie dich unter meiner Schuhsohle zerquetschen. Von den Minen bis zu den Steinen, meine Gewinne werden weiter wachsen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich der vermögendste Mann im Reich bin. What? There's nothing.
For all I know, you could be a fraud just like your old man. What? A fraud? Shut up! Didn't he tell you? His father's an infamous swindler in the South. He made a fortune scamming gullible sops with fanciful half-truths. Until, that is, he got swindled himself by a trusted friend of all people. Saddled with debt, poor Maroof ended up bankrupt. A sad tale, no? Ali? There's no room for emotions in business. The poor, stupid fool. Say that one more time. What's that? Insult my father's name one more time and I'll... My father was a good, honest man. He sold his customers what they wanted, and his words made them happy. Your father was nothing but a lousy, lying dog. Those with money make the rules, boy. Second-rate peddlers. Like you and your old man should shut up and die like the paupers you are. You son of a... If you won't work for me, I'll just find another way to make money off of you. You won't sell. But it's better than nothing. Boah, was hast du denn vor, Alter? Mr. Morlock. Never in my life have I heard someone spout such cruel words. Your coffers may be overflowing, but you're still morally bankrupt. Oh. Go on. You make a mockery out of others like you're getting paid for it. You cheat your workers out of their hard-earned money and monopolize their profits. If anyone's a swindler here, it's you. Wieso weht auf einmal ihre Klamotten? Ach, egal. Wir hin. Wow, ist der riesig! Okay, die sind schon mal schwach dagegen. Also gegen Speer ist er schon mal schwach. Ja, das interessiert ihn nicht wirklich. Da ist vorbei, mein Freund. Was sagst du denn zu Pfeile? Interessieren dich herzlich weniger. Now
Ich will mit den beiden erstmal die Fußsoldaten wegkriegen. Also Axt hatte ich, Pfeile hatte ich nicht. Was sagst du denn zu einer Axt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Eine Axt interessiert dich auch nicht, okay. Gut zu wissen. Was zählst du denn von so etwas? Ja, findest du auch uninteressant. Wow! Ja, Alfin! Mischen, tröstender Samen, tröstender Staub. Wir haben vergessen, Traumessenz zu kaufen. Ich glaube, wir haben es auch nirgendwo gesehen. Glaube ich. Nochmal, nochmal! So, das hätten wir schon mal. Der ist da, ging jetzt schon mal down. Jetzt geh doch mal kaputt, Mann! Dankeschön. Einer ist schon mal weniger. Alfie muss jetzt wieder heilen. Erste Hilfe erstmal auf sie. Was sagt ihr denn zu Schattenseelenstein? Hat ihm auf jeden Fall wehgetan. Hat ihn aber herzlich wenig interessiert. Jetzt hat er sie. Heilen bitte dich. Du kriegst das nämlich noch hin. Komm schon! Was soll's, aber du kannst hier noch mal ein bisschen Schaden machen. Der ist weg. Im Moment, du hast auch die Kriegerfähigkeiten. 900, so. Was sagst du denn zu Eis? Das würde mich mal interessieren. Gegen Eis ist er also schwach. Du hast ja auch diese eine Attacke. 1200. Oh. Händlerfähigkeiten, was kannst du noch machen? Nee. Objekt. Wir haben doch bestimmt irgendwo Eis, oder? Wir machen erstmal so einen normalen. 400. Ja. Warum nicht? Guck mal, dann haben wir hier noch so ein M. 2200. Das tut schon wesentlich mehr weh. 500, ja gut, das hat jetzt nicht so viel gerissen. Du kannst aber sie zaubern mit 800, ja. Ich finde, wir haben ihn schon gut zugesetzt. Oh. Nein, nicht verteidigen! Ach, bin ich doof. 9. Jung, Jung. Du lässt aber auch nichts anbraten, ne? 3. Na komm. 200. Ich weiß gar nicht, wie weit er jetzt schon ist. Nee, nicht fangen. Was sagt denn die, macht denn die Karabbe? 600. Komm, wir können das ja uns mal so ein bisschen aufsparen. Er ist schon im Game-Bereich. 5400. Nee, nicht so. Lieber so.
denn bei ihr immer Verteidigung? Wie dumm. Komm, schlag nochmal zu. Was soll's? Dafür macht sie es jetzt. Da ist wieder der Bruch. So, mach mal hier den Eisstein. 400. Ja. 2200. Läuft. Mission. GP, GP. Da haben sie schon mal eine Runde. Du kannst den nochmal machen. Wir müssen ja unsere Monster ja auch mal benutzen, ne? Das tut schon weh. Lass das! So, 4, 3. Ja gut, der macht, da kommt wieder der Bruch und die Attacke wird, glaube ich, abgeschwächt, ne? Ich muss aber mal sie heilen. Ulbrich müsste auch mal geheilt werden. Sehe ich gerade. Ja. Bisschen Wissen. Ach, nicht fangen, ey. Apotheker, erste Hilfe auf ihn. Wieso habe ich ihn nicht zum Priester gemacht? Ich verstehe das nicht. Komm, du bist doch schon im roten Bereich. 5400, da war es gewesen. Ja! Bebe. Und Tressa ist aufgestiegen. Omas Axt. Nicht schlecht. Oma, nach allem, was ich in dich investiert habe. Gebt auf, Herr Moloch, ihr habt verloren. Und jetzt entschuldige ich euch bei Ali für das, was ihr über seinen Vater gesagt habt. Grünschnabel. Und Herr Moloch? Es tut mir so unglaublich leid. Ich nehme alles zurück, jedes Wort. Gut, ich gehe davon aus, dass ihr die Stadt nun verlassen und nie wieder zurückkehren werdet. Die Stadt verlassen, aber ich... Einen guten Händler macht aus, immer den richtigen Zeitpunkt zu kennen. Man muss wissen, wann man nur noch Verluste einfährt. Oder habt ihr noch nie von irreversiblen Kosten gehört? Falls ihr bleiben solltet, sehe ich großes Unglück für eure Zukunft voraus. Komm, Oma, auf uns warten bessere Möglichkeiten. Hehe, auf Nimmerwiedersehen. Jetzt müssen wir eine rechtschaffene Person finden, die diese Stadt anführen kann. Tressa. Halt die Klappe da draußen! Ich schulde dir etwas und... Ach, keine Ahnung. Ja, heute hassen wir uns gegenseitig. Ach ja, komm schon, Hund. Tu mir das nicht an. Heute habe ich auch so einen typischen Montag einfach. Some did call him a swindler.
But it was a lie, spread by competitors who were jealous of his talent. And while it's true my father was deceived by his friend and forced to take on his debt, it doesn't diminish the things he taught me. Our words have the power to make our customers happy. So I'll follow in my father's footsteps, work hard, and go back home with enough money to pay our debts in full. Ali! Say, have you ever heard of the Merchant's Fair? It's the greatest auction in the realm held each year in Grandport. The wealthiest and most influential people the world over come to feast their eyes on treasures beyond your imagination. They say there's nothing you can't buy at the Merchant's Fair. That sounds incredible. I'm going to go there and make my dreams come true. If you can make it at the fair, you can make it anywhere. You really do have a way with words, Ali. Guess I'll be seeing you in Grandport. I was hoping you'd say that. Well, we still need to have our rematch. And what better place to settle the score than the Merchant's Fair? I'll bring my best treasure. If you think you stand a chance, I suggest you do the same. I'll find the greatest treasure there is. You'll see. Good. Once you have it, come find me at the fair. I'll be the one drawing the largest crowd. They won't stick around for long after I get there. Ach, muss das denn sein? You're sounding less green already, Green Pea. See you at the fair. Ah, die lieben sich doch, komm schon. Ihr liebt euch doch. Forget Ali. But he sure knows how to make a lasting impression. Da draußen bellt ein Hund. Das geht mir super auf die Nerven. I think I found a good rival in him. Funny how things turn out. Ah! Verdammt! Warum können die nie die Klappe halten manchmal? And now I know my final destination. Grandport and the Merchant's Fair. For now, I'll follow in the footsteps of the nameless traveler and make for Victor's Hollow. Victor's cool, kommt mir schon wieder so bekannt vor. I find myself a treasure beyond my wildest dreams. Ach toll, ist das nicht nett? Nett? Was ist nett? So einen neuen Kumpel zu gewinnen. Kumpel? Damit meint ihr doch sicher nicht meinen Erzrivalen Ali. Ach, wen sollte ich sonst meinen? Sicher, ihr seid nicht immer einer Meinung. Und es geht los. Und ihr hattet einen schlechten Start mit einem kleinen Streit. Ich verstehe schon. Aber ihr lebt beide vom selben Geschäft und das Unglück des einen trifft auch den anderen. Wenn das keine Grundlage für eine Freundschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Das Versprechen eines einen treuen Freund gegenüber ist so wichtig wie das Leben selbst. Merkt euch das, Triss. Ah, ich werde versuchen, daran zu denken. Kann ich jetzt speichern? Muss ich noch irgendwo hin? Nein. Weltkarte, so. Hier sind Heiligenbrück. War ich das schon mal? Ich glaube nicht, ne? Nö. Da muss ich denn hinlaufen. Irgendwie. Irgendwie muss ich denn da hinlaufen. Victor School. Die haben hier beide ihren dritten. Steingrad. Wieso kommt mir die Stadt so bekannt vor? Hier ist Primrose mit Edelhof. Stillschnee. Ach, da waren wir! Sie hat Level 34. Okay. Sie hat Level 34. Was für ein Level ist sie jetzt? 24.
Ja. Lass mich mal ganz kurz gucken. Hier, er hier ist 32. Ich muss den austauschen. Obrig muss ich austauschen. Tyrion ist 36. Alphine muss Level 32. Alphine müsste ich auch austauschen. Gruppe wechseln. So, du kommst. Und Tyrion kommt rein. Ja, vielleicht lieber Primrose. Ophelia kommt dann später. Ja, muss, ne? Ah doch, Moment, da wollte ich noch was. Ausrüstung. Wieso krieg ich denn hier nicht Omas Axt? Macht das so wenig Schaden? Okay, wenn keiner von denen will. Ja, verkaufen wir halt. Mir doch egal. Das Bastardschwert. Omas Axt ist, glaube ich, auch, ist auch nur 3000 wert. Heiltrauben. Nee, das wollte ich hier gucken. Das kann. Ah, jetzt weiß ich auch, wir müssen ganz normal handeln. Zu einem Händler, weil ich brauche noch Traubenessenz. Ja gut, das kann ich mir zwar jetzt sparen, aber ich will trotzdem Traubenessenz kaufen. Das stimmt nicht, ich hatte hier etwas zu erledigen. Jetzt nicht. Ich möchte ganz, erstens möchte ich nochmal ganz kurz schlafen gehen, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache. Nee. Wo ist denn hier so ein Krämerladen? Einmal schlafen, weil wir brauchen unbedingt mehr Energie. Ich brauche so ein Krämerladen. Genau, da ist doch der Krämerladen, den ich wollte. Hast du Traumessenz? Nö. Verdammt. Fertigkeit erlernen, du brauchst. Du kannst jetzt auch den noch erlernen. So, das heißt, du bist jetzt im Prinzip durch. Du brauchst 6000. Was hast du noch? Kleriker. Okay, wir haben auf jeden Fall noch so einen Heiler mit drin. Du bist Gelehrter. Du brauchst 6000. Du brauchst 5000. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. So. Dann gucken wir mal, wie es jetzt mit Cyrus anfängt. Ich bin da schon sehr gespannt. Wir fangen jetzt einfach hier bei dem. Wenn ihr mal Hilfe braucht, dann ruft den alten Alfin einfach. Seid gegrüßt, wie kann ich euch helfen? Geschichte lauschen. Was bisher geschah. Cyrus ließ die Akademie hinter sich, auf der Suche nach dem verschwundenen Buch. Aus den Tiefen der Hölle. Sein Verschwinden war ein Mysterium, ein großes Geheimnis, ein Rätsel, das seine wissenschaftliche Neugier anstachelte. Obwohl er die Schmach seines Postens zu verlieren ertragen musste, war dies nur ein kleiner Preis, den er gern zahlte, für die Chance, dieses faszinierende Rätsel lösen zu können. Und so kam Cyrus nach Kammbruch, um eine alte Kollegin aufzusuchen, die die Antwort haben könnte, nach denen er sucht.
Das ist also Kammbruch. Kaum zu glauben, dass es schon 10 Jahre her ist, dass Odette die Akademie verlassen hat. Und ihr Haus war... Ach ja, in einem Brief war ja eine Wegbeschreibung. Ich sollte noch einmal nachsehen. Du hast das Zeug zu einem herausragenden Gelehrten, Cybus. Doch erlaube mir ein Wort der Warnung. Trotz deines Intellekts warst du in Herzenssachen stets ein rechter Tollpatsch. Mir ist bewusst, dass dir deine Forschung am wichtigsten ist. Aber du tätest gut daran, dein Verhalten dem schönen Geschlecht gegenüber zu überdenken. Du bist ansehnlicher, als es dir vielleicht bewusst ist. Wenn du nicht Vorsicht walten lässt, könnten deine Worte und Handlungen missverstanden werden von denen, die dich umgeben. Da hat sie gar nicht so Unrecht gehabt, ne? Das hätte ich besser nicht noch einmal gelesen. Beim ersten Mal bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Jetzt erscheinen mir die Zeilen nahezu prophetisch. Das ist dass ich von der Akademie verbannt sein würde, wegen solch eines erdichteten Skandals. Ich kann Odette schon lachen sehen, wenn ich ihr das erzähle. Es hat keinen Zweck, sich darüber zu sorgen. Früher oder später werde ich es ihr erzählen müssen. Ich versuche mich stets vorzeigbar zu präsentieren, das stimmt. Aber schmeichelt mein Antlitz wirklich so dem Auge? Oh, weh mir, verdammt dazu, mein gutes Aussehen und Charisma nie wirklich zu erkennen. Geh zu Odette Haus. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Hier irgendwo? Vielleicht war da oben? Vielleicht ist das da oben, das Haus. Es ist so warm. Und es wird immer schlimmer. Aha. Gefunden. Wie dem auch sei. Also. Was passiert? You're still here. I guess I'm not suffering from fatigue-induced hallucinations after all. It's me, Odette, in the flesh. Good to see you as hale and hearty as ever. Ich glaube, Odette hat einfach keinen Bock auf ihn. What are you waiting for? Come in already. Don't mind if I do. Okay, sie feiert einfach. Did I know that would be your reaction? We were practically joined at the hip back in the day. Just watching you go about was fun in and of itself. I always had a hunch you'd end up in trouble with the ladies, but to think it would happen with the princess of all people. Somehow, you've managed to exceed even my wildest expectations. By expelling me, they hope to protect Her Highness's good name. Needless to say, there's no truth in any of this. Of course, I'm sure it's all as you say.
Highness and this Therese are just your pupils. They have no romantic interest in you in the slightest. You're something else, Cyrus. But it's a relief to find your powers of observation are as keen as ever. Well, did you come all this way just to entertain me? If so, congratulations on a job well done. Save your congratulations for another time. I've come in search of a certain tome. Are you perchance familiar with From the Far Reaches of Hell? A cheery title if I've ever heard one. I can tell you that it's a compendium of ancient rites and rituals. Not that I've read it myself, of course. I know that much. I was hoping you could tell me more. Not much more. It touches upon necromancy, I believe. Necromancy? Necromancy. That said, as to what extent, I know little. Und die Frau hat kein Bett in ihrem Haus. Is that so? Wirklich? Ich war sicher, dass wenn überhaupt jemand, dann du mich erleuchten könntest. Give me a break. Soll das eine Schmeichelei sein? In Ordnung. Gib mir einfach ein bisschen Zeit. Sobald ich das Problemchen gelöst habe, das mich zurzeit plagt, werde ich Nachforschungen anstellen. Ein Problemchen, sagst du? Mein Interesse ist geweckt. Ich habe dich immer für eine Art Mensch gehalten, der seine Probleme zerkaut und ausspuckt, bevor sie zu Eingemachten werden. Deine Schmeicheleien lässt schon wieder zu wünschen übrig. Egal, da du schon mal hier bist, kannst du dich auch nützlich machen. Tatsächlich ist es so, dass in letzter Zeit eine ganze Reihe von Leuten verschwunden ist. Unter verdächtigen Umständen, nehme ich an. Naturally. Exakt. Viele scheinen buchstäblich weggezaubert worden zu sein. Eine Person sucht einen Händler in der Nachbarschaft auf, um Lebensmittel zu kaufen und kehrt nie zurück. Eine andere ging um einen Straßeneck und war im nächsten Augenblick wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Begleiter blieb ungläubig zurück. Alles in allem sind im letzten halben Jahr 10 Männer und Frauen auf diese Weise verschwunden. Das ist wirklich merkwürdig. Schau nicht so enttäuscht rein, du Spinner. Und was ist? Irgendeine Idee? Es wäre unklug, ohne vorherige Untersuchung Schlussfolgerungen zu ziehen. Sehr gut, danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Dafür kümmere ich mich um den Folianten, während du unterwegs bist. Ein faires Geschäft, würde ich sagen. Obwohl ich meinen möchte, dass die Gelegenheit, solch ein besonderes Rätsel zu lösen, bereits Belohnung genug ist. Das passt. Also viel Spaß bei der Untersuchung. Jetzt machen wir uns einen auf Detektiv. Zuerst sollte ich Odette fragen, wo genau die Entführung passiert ist. Curious, aren't you? Als Professor könnt ihr das Rätsel lösen? Oh sicher, ich freue mich schon auf die Herausforderung. Ihr Gelehrten seid schräge Vögel. Oh, inwiefern? Ihr könnt kein Geheimnis unberührt lassen. Ihr müsst allen Dingen auf den Grund gehen. Euch ist doch klar, dass das kein Ende hat. Dass ihr niemals alle Antworten finden werdet. Das Leben ist zu kurz, um es mit gerunzelter Stirn und der Nase in einem Buch gesteckt zu verbringen. Ach, und offenbar seid ihr kein Freund der Naturphilosophie. Eure Offenheit finde ich dennoch erfrischend. Eure Ehrlichkeit wohnt eine gewisse Schönheit inne. Immer mit der Ruhe, Professor, wollt ihr mich etwa um den Finger wickeln? Was meint ihr damit? Ich kann ehrlich nicht sagen, ob er völlig ahnungslos ist oder nur so tut. Ja, der hat auch echt keinen blassen Kerl. Ihr wollt schon gehen? Habt ihr etwa etwas Interessantes entdeckt? Dann wollen wir mal sehen.
Aussage. Wenn ich genau darüber nachdenke, fällt mir auf, dass alle drei vermissten Personen in der Nähe des Gasthauses gesehen wurden. Das könnte auch ein Zufall sein. Sehr interessant. Okay, ich gehe da mal. Falsche Richtung. Ah, nee. Dann wollen wir mal sehen. Unter der Stadt liegt ein System von Abwässerkanälen. Ich glaube aber, dass dort unten schon lange niemand mehr war. Ich habe gesehen, wie es am helllichten Tag und mitten in der Nacht geschah. Jemand geht am Gasthaus vorbei, biegt dann vorne um die Ecke und wenn ich ihm folge, ist er plötzlich weg. Hat sich die Luft ausgelöst. Und damit, glaube ich, habe ich das Wissen angehäuft, um den Fall zu lösen. Wo sind die Leute verschwunden? In der Nähe vom Gasthaus. Die Opfer befanden sich in der Nähe des Gasthauses, als sie verschwanden. Wir könnten mit absoluter Sicherheit sagen, dass die sich nicht in Luft aufgelöst haben oder auf andere unsinnige Weise verschwunden sind. Zu jeder Tageszeit. Also scheint es logisch, dass sie entführt wurden. Und dass der Entführer einen geheimen Weg genutzt hat, um sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen. Welche Route wählt der Entführer, um keine Aufmerksamkeit zu erhalten? Kanalisation. Der Eingang zur Kanalisation wäre wohl ein solch idealer Fluchtweg. Ja, zweifellos hat der Übeltäter den Untergrund genutzt, um seine Opfer zu verschleppen. Wir haben das Rätsel gelöst. Ich sollte mich dort unten wohl mal selbst umschauen. Jo. Einmal speichern. So. Gefahrenstufe 24. Dam, dam, dam. Aha. Da wären wir. Wie es aussieht, sind die Kanäle älter als das Dorf selbst. Wahrscheinlich wissen viele Dorfbewohner nicht einmal, dass es sie gibt. Das verlangt nach einer gründlichen Untersuchung. Doch ich muss mich vorsehen. Schließlich könnte mir der Übeltäter in diesem Moment auflauern. Ich werde also vorsichtig vorgehen. Es wäre doch keinem geholfen, wenn ich das nächste Opfer des Bösewichts werde. Alter, du läufst noch mit drei weiteren Personen rum. Ich glaube nicht, dass sie dich entführen. Ich sehe Anzeichen dafür, dass jemand diese Kanalisation als Durchgang genutzt hat. Wie vermutet. Schlammige Hand- und Fußabdrücke an den Mauern und auf dem Boden. Und noch nicht alt, der Schlamm war noch feucht. Ich verstehe eine sehr nützliche Information. Ihr habt ein scharfes Auge, wenn euch so kleine Details nicht entgegen. Alles nur Erfahrung. Aber ich bin froh, wenn ich helfen kann. Ich hatte befürchtet, hier nur als Zuschauer dabei zu sein. Eure Erfahrung ist das Ergebnis sorgfältiger Studien und sie verleiht euch wertvolle Fähigkeiten, versteht ihr? Oh, aber wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Mögen sie noch so interessant sein. Vermutlich finden wir später Gelegenheit dazu. Nur keine Umstände. Eure Vorträge verursachen mir Kopfschmerzen. War ich zu ehrlich? Ein wenig, ja. Komm, stell dich nur an. Er hat noch keine zweite Laufbahn, ne? Ein Korb voll anregender Pflaumen. Oh, Skelette! Lol. Hm.
Was haltet ihr denn so von Eis? Interessiert euch nicht, merke ich schon. Was haltet ihr von Dunkelheit? Interessiert euch auch nicht. Bisschen Wissen. Primrose! Ist dein Ernst? So, jetzt reicht's aber. Erstmal draufgebratzt. Cybus ist aufgestiegen, schon mal geheilt. Das ist sehr gut. Aber Primrose bräuchte, glaube ich, nochmal Heilung. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Licht und Donner, das ist doch gut zu wissen. Du hast doch Licht, oder nicht? So, hier ist schon mal einer schwach. Du kannst, glaube ich, aber kein Licht, aber dafür kannst du Donner. Bestie rufen. Eis. Tja. Die muss jetzt einstecken. Oha. Könntet ihr das mal lassen? Nee, anscheinend nicht. Primrose! Überleb es! Objekt Heiltraube auf Primrose mal. Die Arme stirbt mir sonst noch. Ist ja vielleicht ein bisschen arg übertrieben, aber okay. Klappt noch. Das klappt noch. Anit ist aufgestiegen und Primrose ist aufgestiegen. Dann hätte ich mir ja das Heilen sparen können. Was? Schnepfensäbel. Ja, gut. Okay. Dann halt das Schnepfensäbel. Feuerseelenstein. Da ist auch noch eine Kiste. Überall sind Kisten und überall ist Loot. Blitzschlag, bitte. Ja, unsere zwei Zoo-Kämpfer bringen leider nicht so viel. Dafür aber eher halt. Ne? Wir haben halt nicht Dings. Wir können halt wenigstens so ein bisschen Schaden machen, mein Gott. Ah, das tut weh. Blitzschlag. Das eine Ding ist schon mal weg. Wenigstens etwas.
Kleriker, Wunden heilen. So richtig krass heilen tut er jetzt nicht, ne? Das ist schon so ein bisschen traurig. Gelehrtenfähigkeit, Blitzschlag. Wieso booste ich die Frau nicht? Ich verstehe das nicht. Warum booste ich die nicht? Da ist der Bruch. Halt's aus. Halt's aus. Cybus ist tot. Voll Deibel aber auch. Also mit dem werden wir noch unseren Spaß haben. Ich merke das schon. Jägerfähigkeiten. Vielleicht reicht das? Ja. Gott sei Dank. Das tat weh. Das tat ja übelst weh. Das war ja nicht in Ordnung. Inventar, Heiltrauben. Eine anregende Pflaume für dich? Licht. Die sind gegen Licht empfindlich. Sehr nice. Die machen so viel Schaden. Gelehrtenfähigkeiten. Keine Ahnung. Mach Eis. So, das schon mal down. Ich hasse das, wenn die blind ist. Das ist so kacke. Gelehrtenfähigkeiten. Wie wär's mit Feuer? Er ist schwach gegen Feuer. Das ist gut zu wissen. Ich meine, der hat doch eine Axt. Warum kann ich die... Ich meine, es ist ein Skelett. Ich könnte mit einer Axt einfach verhauen. Aber anscheinend nicht. Dann halt nicht. Tyrion hat jetzt volle Dings. Fertigkeiten. Du bist fertig. Du bist noch nicht fertig. Du könntest... Aber eigentlich ist es ja egal. Verlängern. Ausweichmanöver. Ist diese Fertigkeit mit einem Gruppenmitglied auch halbiert sich diesen der zufälligen Bewegung? Status? Nee. Das bleibt so. Heilung. Speichern. Nein, und ich renne da noch rein. Ich würde ganz gern gehen. Das muss ja nicht sein, aber da ist irgendwas. Jetzt wird spannend.
Grundgütiger, dass unter der Oberfläche soll kunstvolle Strukturen schlummern. Ist er tot? Er ist tot. Aber was in Gottes Namen ist das? Als hätte man all das Blut aus seinem Körper gezogen. Was ist das auf diesen seltsamen... Und was ist das auf diesen seltsamen Mustern? Hier wurde zweifelsohne unheilvolle Zauberei praktiziert. Diese Edelsteine also, wenn meine Hypothese stimmt, müssen sie aus kristallinem Menschenblut bestehen. Und doch sieht es so aus, als wären unzählige Ruhtöne miteinander vermischt. Könnte es sein, dass jeder Edelstein das Blut von mehreren Opfern enthält? Meine Güte, Schreckliches muss hier geschehen sein. Wie viele Unschuldige sind diesem blutsaugenden Zauberer zum Opfer gefallen? Wenigstens kennen wir nun das Motiv, das hinter dieser Entführung steckt. Der Bösewicht, mit dem wir hier es zu tun haben, ist kein gewöhnlicher Krimineller. Nein, er widerstrebt mir sogar, ihn ein menschliches Wesen zu nennen. Männer und Frauen aus diesem armen Dorf das Leben auszusaugen, nur um sie dann zu entsorgen. Dies ist ein wahrhaftiger Dämon, der unter uns wandelt. Eines ist klar, dieses Monster muss aufgehalten werden, bevor es erneut zuschlagen kann. Als Akademiker muss ich gestehen, dass mich die Geschichte der dunklen Künste fasziniert. Aber sie zu praktizieren, das überschreitet jede Grenze. Was ist das? Die junge Dame in dieser Zelle, sie ist immer noch am Leben. Ich muss sie befreien, wenn sie nicht dasselbe Schicksal wie die anderen ereilen soll. Jetzt kommt Graf Dracula. Dam, dam, dam. Just a scholar of no particular repute. I was passing through and could not help but notice these odd gemstones. Are they perhaps your work? And these strange glyphs, are they not runes of High Hornburgia? Are they now? Gideon? The tomes of ancient Hornburg were lost long ago. No ordinary scholar would be privy to this knowledge. But how could any self-respecting academic perform such horrors? Ho ho! Seems you're more of a scholar than you give yourself credit for. They still live, yes? Ich bereue es gerade ein bisschen, dass wir Allwick nicht dabei haben. Das eskalierte jetzt aber sehr, sehr, sehr schnell. Meine Güte. Okay, dagegen sind sie schon mal schwach. Gegen das sind sie auch schwach. Also jedenfalls der da hinten. Mach mal Feuer. Feuer sind sie auch schwach. Okay. Ich
Jägerfähigkeiten. Bestie rufen. Der macht aber halt nur einen, ne? Okay. Nee, Kleriker hätte ich ganz gern. Um ein bisschen Schaden zu machen. Da ist der Bruch. Gott im Himmel, dass das so lange dauert. Das ist so ätzend. Bestie rufen. Du greifst immer den Falschen an. Was ist los mit dir? Oh nein, Primrose! Weißt du was? Hier, komm. Geschenkt. Also das ist schon mal... ist es nicht. Nee, heiliges Licht heilen. Wir brauchen ein bisschen mehr Heilung. Lass das. Der ist schwach dagegen. Kleriker. Ah, du bist doch schwach. Warum hat sie nicht gepackt? Von mir aus denn hier... Feuer. Da ist der Bruch. Hanid, probiert mal ein bisschen aus. Ach, der ist gegen eine Axt empfindlich, oder wie? Oh! Nein! Wo ist die Olive? Alter Verwalter, macht mich doch nicht wahnsinnig. So, jetzt, mein Freund, bist du am Popo. Da ist der Bruch. Was sagst du zu Donner? Interessiert dich nicht, ne? Hm. Schade. Fähigkeiten. FP nicht. Aber das könntest du machen. Du könntest dich mal gegenheilen. Das wäre nämlich sehr krass. Dankeschön. Eis interessiert dich nicht, ne? Nee. Die Seekrabbe ist... Dings. Feuer hat ihn, glaube ich, auch nicht interessiert. Was sagst du nur zu Schwarzmagie? In so rund sind. Okay, dann habe ich bald nichts mehr. Bitte lass jetzt nicht den irgendwelchen Deppen rufen. Wow! Wow, 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 wow! Komm! Komm klar auf dein Leben. Da ist die Schwäche.
mehr heilen, bitte. Das tat weh. Kannst du nicht analysieren? Wir hatten bis jetzt noch nicht Wind ausprobiert. Nee, das interessiert ihn auch nicht. Aber du kannst doch Analyse. Komm, jetzt sag mir, gegen was der noch schwach ist. Gegen eine Axt! Gegen eine verdammte Axt ist er schwach. Ohne Witz. Aber er hat schon im Prinzip, ist schon im gelben Bereich. Komm schon, schlag nochmal zu. Ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall den noch mit einsetzen. Da habe ich schon mal gut Schaden gemacht. Bisschen Wissen. Nee, nicht fangen. Jägerfähigkeiten. Habe ich nur das. Gelehrten-Dings kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Erhöht. V-Umgang. Elementare. Komm, dann pushen wir dich vielleicht mal ein bisschen. Du kannst auf jeden Fall noch Lichtschleier machen. Und dann versuchen wir es mal ein bisschen. Was? Liebe des Lebens, hier, komm. Schnapp sie dir. Also der Boost hat mir voll viel gebracht. Hast du ihn vergiftet? Nein. Schade eigentlich. Ach, verdammt, ey. Kriegerfähigkeiten, Kreuzschlag. Druff da! 1200, immer drauf da. Eisseenstern, Erweckungskraft. Kann man denen nicht noch irgendwas geben? Irgendwas so, was ihnen so ein bisschen so... Hat aber anscheinend nichts. Eulen so, verringert ihn. Du hast eh keine anderen. 1200. Läuft schon. Aber 7 ist halt immer so ätzend. Er ist weg! Wow! Cybus ist aufgestiegen. Tyrion ist aufgestiegen. Das heißt, die zwei sind schon mal geheilt. Das ist sehr gut. Gideons Dolch. Puh, sie leben noch.
Was nimmt das Mädchen mit? Die Kerle hätten jetzt ruhig das Mädchen mitnehmen können. Das kann doch nicht... Oh, echt jetzt? Moment, ich bin ganz kurz. Bevor jetzt so richtig losgeschrien wird, mach ich doch lieber Fenster zu. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Ein Exemplar aus den Tiefen der Hölle. Ach, wie bedauerlich. Das ist nur eine gekürzte Ausgabe, noch dazu modern übersetzt. Und abgesehen von einigen einfachen Anleitungen zu den Riten und den erforderlichen Reagenzien, fehlen alle anderen Details. Nicht einmal der mögliche Nutzen dieser Blutkristalle wird erwähnt. Was haben wir denn da? Ein Stück Pergament steckt zwischen den Seiten. Berechnung zur Anzahl der Versuchspersonen, die für einen Blutkristall erforderlich sind. Verstehe. Und das ist eine Notiz. Erstes Exemplar erfolgreich synthetisiert und geliefert. Geliefert? Könnte es sein, dass jemand diesen furchtbaren Stein in Auftrag gegeben hat? Das ist reine Spekulation, aber könnte derjenige, der ihn hinter dem steckt, in Verbindung mit dem gestohlenen Folianten stehen? Wo bin ich? Ah, ihr wart wieder unter uns, Fräulein. Ich fühle mich... Das Schlafmittel, welches euch dieser schreckliche Mann eingeflößt hat, zeigt noch Wirkung. Ruht euch erst einmal aus. Wer seid ihr? Eine ausgezeichnete Frage, meine Gute, und eine, die ich gern beantworte. Ach du gut. Der hat echt keinen blassen Schimmer, der Typ, ne? Du machst einem armen Mädchen den Hof, das gerade aus dem Koma erwacht ist? Kennst du denn gar keine Scham? Ah, sei nicht albern, Odette. Ich wollte nur Kavalier sein. Natürlich. Jedenfalls, Odette, gibt es da einen Gefallen, um den ich dich bitten möchte? Noch einer? Bitte registriere meine absolute Überraschungslosigkeit. Im Geheimlabor unseres Entführers fand ich ein gekürztes, übersetztes Exemplar aus den Tiefen der Hölle vor. Unnötig zu erwähnen, dass das ein überaus wichtiger Anhaltspunkt sein könnte. Ich muss herausfinden, wann und von wem diese Ausgabe übersetzt wurde. Lass mich mal sehen. Als könnt ihr das jetzt sagen? Wer auch immer es gebunden hat, hat keine Kosten und Mühen gescheut. Das dachte ich auch. Es gibt nur wenige Buchmacher im Reich, die solch einen Folianten binden könnten. Na gut, ich werde helfen. Ich will abspeichern. Heurika! Hast du etwas gefunden? Die so dünnen wie robusten Seiten sind charakteristisch für feinstes Kiefernholz. Während der Textur des leuchtend roten Einbandes eindeutig auf gegerbtes Lammleder hinweist. Es gibt nur einen Ort im ganzen Reich, an dem beides in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Steingrad, ich bin ganz sicher. Dorthin musst du also reisen? Yes. Wohin sonst? Ich muss diesen Folianten finden, Odette. Und zwar, bevor noch weitere Schrecken unser schönes Königreich erschüttern können.
Das war keine Frage, weißt du? Wieder Reisegeplänkel? Reisegeplänkel. Ich will nicht prahlen, aber ich habe Erfahrung in der Jagd auf wilden Ziegen. Oh, nun, das ist interessant. Ihr Fell und ihre Haut sind begehrt, vor allem wenn sie nicht durch Wunden verunstaltet sind. Statt eines Bogens verwende ich oft Fallen bei der Jagd auf Ziegen. Ich verstehe. Ich stelle der Beute nach, dann treibe ich sie in die Falle und fange sie mit einer Schlinge. Verschiedene Jagdmethoden für verschiedene Beutetiere. Die Jagd ist komplizierter, als man denkt. Überall muss man den richtigen Weg finden, um sein Ziel zu erreichen. Würde man Suppe mit einer Gabel essen? Ein Steak mit einem Löffel? Der folgende Beispiel führt ihr da an. Ihr wisst, euch überzeugend zu artikulieren. Ihr habt ein Talent für das Unterrichten. Vielleicht wollt ihr diese Gabe fördern. Irgendwann in der Zukunft. Ich eine Lehrerin? Wohl kaum. Ihr scheint euch sehr sicher zu sein. Ich ziehe die Jagd vor. Nun, ein Verlust für die Pädagogik, ein Gewinn für die Jagd, wenn ich so sagen darf. Das hat jetzt nichts gebracht. Aber gut. Gut, wir speichern hier ab, wenn ich jetzt irgendwann mal hier so ein Dings finde. Ja, hier. Wir speichern hier ab. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und, okay. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.